Herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Sebastian und heute wieder ohne Nele geht es um das Thema Campingfahrzeuge für Menschen mit Handicap. Ja, und das ist uns ein Thema, was uns sehr wichtig ist, aber in der Branche aus unserer Sicht sehr stark vernachlässigt wird. Und Nele ist für euch auf dem Caravan-Salon unterwegs. Ihr kennt das ja aus den letzten Episoden. Wenn ihr nicht gehört habt, dann guckt doch einfach mal rein. Besser gesagt, hört rein. Und sie hat Manuela Brecht von Brecht Caravan aus Heilbronn interviewt dazu. Und die Manuela und ihr Team bauen Serienwohnwagen rollstuhlgerecht um. Und die Besonderheit, die sie bieten, ist, dass sie das zu einem Preis hinbekommen, den sich auch Normalos leisten können. Und im Gespräch mit Nele erklärt sie, wie sie das schaffen und erzählt euch da ein bisschen was darüber. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Liebe Manuela, herzlich willkommen. Danke, dass du dir jetzt in der stressigen Messezeit Zeit genommen hast. Hallo Nele. Aber wir haben ja ein gemeinsames Herzensthema und das ist das Thema, Menschen mit einem Handicap auch einen schönen und sorgenfreien Campingurlaub zu ermöglichen. Ganz genau, ja. Da habt ihr euch ein aus meiner Sicht relativ besonderes Konzept überlegt und zwar schaut ihr, welche Serienfahrzeuge eignen sich grundsätzlich für einen barrierefreien oder rollstuhlgerechten Umbau, ohne dass man so viel Aufwand betreiben muss, dass es unbezahlbar wird für die Menschen. Ganz genau, das ist das Thema, ja. Erzähl doch mal ein bisschen, also A, wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Ihr seid ja jetzt selber nicht direkt betroffen von der Thematik. Und wie geht ihr da vor, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, ich möchte ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug haben? Wir waren im Jahr oder in der Messe vor der Pandemie in Stuttgart, selbst als Aussteller, und haben uns dort mit unseren Marken an den Stand gestellt und wir haben in dem Augenblick stellten fest, dass ganz viele Leute vorbeifahren mit dem Rollstuhl, uns angesprochen haben und gesagt, habt ihr auch Wohnwagen für Rollstuhlfahrer? Wir haben ein Auto, wir haben ein PKW, der ist für uns umgebaut, aber wir suchen was zum Anhängen. Und wir haben immer noch sagen müssen, nee, es tut uns leid, nur das, was unsere Hersteller ab Werk liefern, mehr können wir nicht bieten. Und da ist nichts mit breiter Türe und nichts Handicap geeignetes dabei. Und wir haben danach, direkt nach der Messe, mehrere Firmen besucht, wo wir uns Gedanken machen haben, über einen Lift, bekommen wir sowas in Reisemobil rein, bekommen wir es unter einen Wohnwagen drunter, welche technischen Möglichkeiten gibt es. Wir haben wirklich uns 3 Jahre lang intensiv Gedanken gemacht, haben dann auch während der ersten Corona-Phase den ersten Wohnwagen umgebaut mit einer breiten Türe. Die haben wir dann exklusiv bestellt. Und damit sind uns immer mehr Ideen eingefallen, was möglich ist. Und haben uns dann auch, mein Julian, der hier steht, der hat einen Caravan-Techniker gemacht und hat sich dann bei mir verabschiedet, dass er jetzt auf die Schule gehen wird. Und ich habe gesagt, Mensch, hat er schon eine Anstellung? Was macht er? Wo macht er diese Technikeraufgabe? Und nachdem er das dann gesagt hat, dass er das gern bei mir machen würde und wir dieses Thema Behindertenrampe angehen könnten, haben wir gesagt, okay, daraus machen wir jetzt gleich ein ganz großes Projekt und haben verschiedene Fahrzeuge dabei ermittelt, die jetzt hier vorliegen. Ja. Ich sehe hier eine ganze Menge potenzieller Grundrisse. Wir gehen da jetzt gar nicht auf jeden im Einzelnen ein. Da sind ja auch verschiedene Hersteller dabei. Worum es mir viel mehr geht, ist auch die Thematik, die wir immer wieder mit Herstellern besprechen, dass es ja gar nicht so einfach ist, einen Wohnwagen oder auch ein Wohnmobil grundsätzlich einfach umzubauen, weil ich kann nicht irgendwelche Möbel rausreißen. Wo liegen da genau die Problematiken? Die Problematiken liegen in den Wänden, in der Statik. Wenn wir zu viel wegnehmen, haben wir unter Umständen Risse in den Wänden drin. Wir müssen wirklich genau wissen, was wir tun. Wir müssen die Wohnwagen in der Technik kennen. Daher haben wir das auch mit unseren Herstellern ermittelt. Wir haben Hobby-, Fendt- und Bürstner-Wohnwagen in unserem Portfolio. Und das war wirklich eine Sache, wo wir dann auch sagten, wir müssen Steher noch einziehen, wir müssen zusätzliche Stabilität bringen, weil wir sonst zu viel rausnehmen, das dem Wohnwagen, der ja auch jede Bodenwelle noch aushalten muss, am Schluss dann trotzdem gewährleisten müssen, dass der auch die nächsten 20 Jahre alt wird, ohne dass da irgendwas auseinanderbricht. Ne? Also das ist wirklich eine
Sache, die sich auch nicht jeder rantraut. Ja, und wenn ich wieder zu viel rausnehme, dann muss ich wieder zu viel neu einziehen und neu bauen und dann wird es ja wieder wahnsinnig teuer. Ja, und man hat auch in dieser Wand, das ist ja tatsächlich nur ein bisschen Dekor, dahinter Styropor. Ich kann nicht an jeder Stelle irgendwo was einfach platzieren, wo ich es will. Das funktioniert nicht. Das muss ja dann auch kraftschlüssig verbunden sein, sodass ich verschiedene Sachen auch mit gutem Willen nicht möglich machen kann. Jetzt sind ja Behinderungen, also selbst wenn jemand im Rollstuhl sitzt, ne, die sind ja sehr individuell. Mhm. Wie habt ihr euch denn da als selbst nicht Betroffene kundig gemacht, was diese Menschen genau brauchen? Mhm. Relativ schnell kamen die ersten Anrufe, in denen die Leute uns am Telefon geschildert haben, welche familiäre Situation vorliegt. Das einmal war es das Kind, das in einem großen Rollstuhl in den Wohnwagen rein muss und wo sie dann auch den Rollstuhl im Wohnwagen stehen lassen müssen. Dann hat man hier wiederum geschaut, was gibt es denn für einen Grundriss, den man mit diesen Prämissen so gestalten kann, dass es möglich ist, aber auch dem Kind gerecht eine Liegefläche und all die Versorgungsmöglichkeiten bieten kann. Dadurch sind dann auch wieder Grundrisse entstanden, die es so beim Hersteller auf der Liste gar nicht gibt, obwohl die Grundbasis da ist. Und man hat Betten mit Sitzgruppen getauscht, einfach in dem Moment dann die komplette Grundrissvariante einmal auf den Kopf gestellt, um einen Weg für den Rollstuhl frei zu machen oder den Weg dann zum Bad oder so. Also, da waren wir schon kreativ und viel auch vielleicht, weil wir beide uns, der Julian und ich, uns recht gut einfinden können in die Befindlichkeiten, die dann vielleicht auch vorliegen bei jemandem. Ne? Also ich habe ja hier euren Flyer vor mir, da habe ich mich schon so ein bisschen eingelesen. Also so an Dingen, die ihr machen und auch leisten könnt. Mhm. Du hast vorhin die verbreiterte Eingangstür angesprochen, da steht hier 75 Zentimeter. Das ist wahrscheinlich jetzt noch nicht für ein E-Rolli geeignet oder kommt da auch ein E-Rolli durch? Also in der Regel ja, wenn es jetzt kein XXL-Rolli ist. Die 75 lichtes Maß, also Durchfahrtsmaß, die sind tatsächlich für uns im Moment Maximum, weil wir sonst die Türe so weit aufmachen oder die Wand so weit öffnen, dass uns echt tatsächlich die Stabilität verloren geht. Im Innenraum, hattest du ja schon gesagt, da könnt ihr auch mal einzelne Komponenten tauschen oder auch verschmälern, dass man vorbeikommt besser, weil da ist ja manchmal auch ziemlich viel so ein bisschen zugebaut. Toilettenräume öffnen, die Wand wegmachen, damit man leicht auf die Toilette übersitzen kann. Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil die Toilettenräume in den allermeisten Campingfahrzeugen, da sage ich mal, da tut man sich schon als normal gebauter, nicht gehandicapter Mensch manchmal ein bisschen schwer, sich da reinzuquetschen. Wie weit gehen da eure Möglichkeiten? Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht ein total ebenerdiges, komplett barrierefreies Bad hinbekommen, aber was kann man da leisten? Also in der Tat, tatsächlich haben wir die Duschwannen meistens bis jetzt ausgebaut. Ah, okay. Weil die Duschwannenarme zu schmal sind, dass man dann tatsächlich hier auch mit Rolli reinsitzen könnte, beziehungsweise selbst in den Gang eine Dusche reinzumachen. Ah, extrem komplex, weil wie komme ich in diese Dusche rein, wie sorge ich nachher für den Abfluss? Deswegen die Duschtassen sind in der Regel ausgebaut. Dadurch ist es auch wirklich kein Thema, vom Rolli überzusitzen. Man kommt so nah ran. Aber wir arbeiten tatsächlich am Augenblick auch an großartigen Ideen, damit wir auch das Duschen möglich machen können, weil die Leute fragen auch das an. Und es ist bei manchen sehr wichtig, das Thema, weil sie sagen, sie möchten einfach nicht am Campingplatz gehen müssen. Das verstehe ich auch. Und noch mehr, wenn man dann auch irgendein Handicap hat, wo man sich vielleicht auch ein bisschen mehr Privatsphäre wünscht. Und was wir halt oft festgestellt haben, dann sind zwar die Befahrmöglichkeiten barrierefrei, aber dann hängt der Duschkopf so weit oben, dass man nicht drankommt. Also da ist ja auch vieles auf den Campingplätzen noch nicht bis zu Ende gedacht. Und dann ist es natürlich schön, wenn man so sein eigenes Vehikel dabei hat. Mhm. Thema Höhe der Möbel. Wenn ich jetzt im Rolli sitze, dann komme ich ja auch gar nicht so richtig bei den meisten Fahrzeugen an die Küchenarmaturen und so weiter dran. Könnt ihr die auch absenken? Ja, also die Küche, die senken wir ab, auf Wunsch. Das kommt auch dort immer wieder drauf an. Sitzt der Mann im Rollstuhl? Sitzt die Frau im Rollstuhl? Also wirklich so tatsächlich. Manche sagen, ist es dann noch die Rollenverteilung, dass da wirklich... Es ist wirklich die Rollenverteilung. Okay. Manchmal ist es auch tatsächlich, dass es für das Kind erforderlich ist. Und dann wird die Küche so belassen, wie sie sein muss.
Aber wir haben es auch zum Beispiel schon gemacht, dass die Küchenplatte dann runtergesetzt wurde, die Schränke durch Rollschränke ersetzt wurden. Dann konnte das rausgefahren werden, man konnte mit dem Rolli unter die Küche, hatte nebendran noch eine schöne Ablagefläche und nach dem Essen dann einfach wieder alles zurück und wunderbar. Also ist ja doch in den Serienfahrzeugen mit bestimmten Voraussetzungen relativ viel möglich, was ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so erwartet hatte. Wir hatten ja im Vorfeld mal kurz gesprochen und ich habe da mal reingeschaut, aber das finde ich doch interessant, was man da noch so ein bisschen mit so ein paar Kniffen alles machen kann. Mhm. Wie mobil sollte ein Nutzer, eine Nutzerin eurer Fahrzeuge noch sein oder wie eigenständig, dass es wirklich für euch umbaubar ist, weil es gibt ja auch unterschiedliche Schweregrade. Ne? Wir haben Menschen, die können sich noch eigenständig hochziehen und irgendwo übersitzen. Wir haben aber ja auch Menschen, die vielleicht sogar, beatmet werden müssen oder die dann Halswirbel abwärts gelähmt sind und selber eben gar nicht mehr mobil sind. Ja. Wo würdest du sagen, bis dahin schaffen wir es und ab einem gewissen Punkt kommen wir vielleicht auch mit den Umbauten an Grenzen? Die Grenze, denke ich, die sitzt in den Kunden selbst oder bei den Kunden selbst, weil so ein Wohnwagen muss ja auch natürlich gehandelt werden können. Es soll also einer da sein, der zumindest sagt, er kann den Wohnwagen mit dem Mover gut rangieren, abhängen, rangieren, weil der Zweite im Rollstuhl in der Regel nicht großartig mit dazu schieben oder helfen kann. Und man muss sich natürlich auch trauen, sowas zu fahren. Ja. Ich hatte jetzt gestern einen Vater da, fand ich ganz, ganz beeindruckend. Die haben einen kleinen Wohnwagen bislang gehabt, mit einer Heckklappe hinten und eigentlich für ein Motorrad gedacht, dieser Wohnwagen. Und dort haben sie im Prinzip diesen Jungen, der in einem Rollstuhl drin sitzt, der hat 6 Räder, dieser Rollstuhl, wiegt zusammen mit dem Bub 275 Kilo. Die haben den reingebracht in diesen Wohnwagen, diesen kleinen Wohnwagen, mussten aber danach dann, wenn er drin war, sie konnten nicht mehr im Wohnwagen sitzen, sie mussten draußen sitzen, immer ein Zelt aufbauen und haben gesagt, wir möchten jetzt was anderes haben. Und auch das können wir möglich machen. Wir würden den Fußboden in so einem Fall verstärken. Da kommt eine zusätzliche Schicht drauf, damit einfach das darunter befindliche Styropor, die Isolation, keinen Schaden nimmt in dem Augenblick. Weil das dann so drückt. Genau. Der Mann hat auch berichtet, er hat den Bub mit einem Lifter rausgehoben aus dem Rollstuhl und dann nebendran ins Bett getan. Auch das wäre möglich. Ja. Aber hätte der Vater sich jetzt nicht zugetraut, diesen großen Wohnwagen, war dann in dem Moment ein Tandemachser, wo er sich angeschaut hat, den an dem Sprinter, an dem kleinen Sprinter mit 5,5 Meter, dort anzuhängen, dann wäre es daran eigentlich gescheitert. Also das ist natürlich, ich muss mir zutrauen, was ich mir kaufen möchte. Und natürlich im ersten Moment sind die Augen groß und man kann dann auch sagen, da können wir alles draus machen. Und am Schluss scheitert es an der Anhängelast oder an dem Handling selbst, am Stellplatz, am Führerschein und so weiter. Mir ist klar, dass es natürlich bei solchen individuellen Geschichten immer sehr schwer ist, da eine Ziffer hinterzuschreiben. Mhm. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, auch für Menschen, die sich für so ein Fahrzeug interessieren. Was muss ich dafür hinblättern? Habt ihr irgendwie so eine Range, dass du sagst, auf den Basispreis des Serienfahrzeugs muss ich nochmal X% mindestens drauf kalkulieren oder maximal drauf kalkulieren, dass ich so einen Umbau hinbekomme, der jetzt vielleicht nicht so extrem ist wie der, den du gerade geschildert hast, sondern für so eine mittelgradige Behinderungsschwere. Das Wichtigste, hat mir vor kurzem mal jemand im Rollstuhl gesagt, ist, dass sie mal in den Wohnwagen reinkommen. Und dadurch ist die Grundlage an sich die Türe. Bei der Türe liegen wir je nach Aufwand und je nach Hersteller zwischen 6.000 und 8.000 Euro. Da ist dann die ganze Kulisse, die Eingangsbereich, die Verstärkung der Wände und so weiter, alles berücksichtigt. Und zum Teil auch schon der Möbelbau, der erforderlich ist, um die Tür überhaupt reinzubekommen. Also deswegen sagen wir zwischen 6.000 und 8.000 Euro. Das heißt, ihr müsst da eventuell schon Möbel abnehmen oder versetzen, um überhaupt die Tür so breit machen zu Absolut, können. Absolut, ja klar. Das ist beim normalen Standardwohnwagen nicht der Fall. Da haben wir uns deswegen auch ein Portfolio an Grundrissen ausgedacht, bei denen wir es überhaupt statisch möglich machen können
und bei denen es überhaupt grundrissmäßig dann Sinn macht. Ne? Okay, dann sind wir also schon mal drin im Wohnwagen. Das ist ein Riesenvorteil, weil wenn man sich auf der Messe umguckt, ich weiß nicht, was du für einen Eindruck hattest. Ich habe aus, also so gefühlt dieses Jahr so viele Menschen im Rollstuhl gesehen wie zuvor noch nie. Und ich sehe halt dann immer, dass sie noch nicht mal in die Fahrzeuge reingucken können, weil die Türen sind nicht breit genug, es sind Treppen davor. Und wenn man schon mal zumindest reinkommt, dann wären ja einige Grundrisse schon so, dass man einigermaßen damit klarkommen könnte, wenn man noch einigermaßen mobil ist. Jetzt habe ich aber vielleicht doch noch das Bedürfnis, dass Möbel im Innenraum verkleinert werden. Einfach mal so eine grobe Richtung, dass ich weiß, sind es 10.000, sind es 20.000 Euro? Was? Nein, nein, sind es nicht. Das sind viele, sind Schreinerarbeiten, wenn jetzt eine besondere Sitzgruppenverschmälerung mit Auszugsmöglichkeit kommt. Also Auszugmöglichkeit bedeutet dann, dass der Tisch ausziehbar ist, dass derjenige dann auch den Tisch über den Knien hat und nicht irgendwo nach vorne gebeugt am Tisch sitzen muss. Wenn die Sitzgruppe an sich schmal für den täglichen Nutzen, aber etwas verbreitert werden soll, dass man zu zweit oder zu dritt dann dort sitzen kann, dann reden wir alles von Beträgen von 1.500, 2.000 Euro, vielleicht auch mal ein Tausender, einen Toilettenraum aufmachen. Kommt auch wieder ein bisschen individuell auf den Grundriss und das Drumherum im Fahrzeug drauf an. Aber wir reden da überall von Beträgen, die 700, 800 Euro, 1.000 Euro. Da haben wir sogar eine richtige Preisliste uns einfallen lassen. Diese Preisliste, die wissen wir, dass die auf unser Risiko gestrickt ist. Aber wir wollten einfach nicht stundenlang im Kalkulieren verbringen. Wir wissen auch mal, dass wir das jetzt ein oder andere Mal richtig drauflegen werden. Vielleicht das ein oder andere Mal dafür ein bisschen was gut machen können. Aber wir haben uns einfach mal so eine Grundbasis geschaffen, wo wir jedem auf Anhieb ganz schnell sagen können, wenn er uns seinen Bedarf schildert, das wird es dich am Schluss in etwa kosten. Super. Letzte oder vorletzte Frage. Muss ich mir bei euch dann auch das passende Neufahrzeug dazu kaufen oder habt ihr vielleicht auch Gebrauchte oder könnt ihr vermitteln, dass man sich so einen Grundriss, den ihr als geeignet empfindet, vielleicht auch auf dem Gebrauchtmarkt holt? Die Fahrzeuge, die wir jetzt ermittelt haben, die sind in der Tat wirklich in 3 Jahren Stück für Stück entstanden und mit viel Aufwand entstanden. Wenn es Fahrzeuge sind, die, ich sag mal, vom Baujahr und von der Konstruktion unverändert geblieben sind, dann können wir auch andere Fahrzeuge umbauen. Aber wir gehen natürlich auch ein gewisses Risiko ein. Wir haften für jeden Wohnwagen komplett uns selbst. Das bedeutet, wenn hier irgendwo was dann wäre, muss ich das natürlich auch einkalkulieren. Das heißt, wenn jetzt ein Wohnwagen uns angeliefert wird, in den wir das nachträglich einbauen sollen, muss ich da einfach auch hier anders kalkulieren, wie wenn wir jetzt einen Wohnwagen aus unserem Portfolio dort verkaufen. Und ich kann jetzt, wenn ich jetzt Bedarf habe, dann kann ich mich direkt an euch wenden, kann euch sagen, pass auf, so und so sieht's aus. Vielleicht trifft man sich auch mal und guckt sich was gemeinsam an und dann macht ihr sozusagen... Wir haben 3 Wohnwagen immer im Betrieb stehen. Umgebaute schon. Umgebaute, wo man viel schon zeigen kann, einfach auch mal für die Leute, wie die sehen, dass sie reinkommen, wie sie reinkommen, ist es überhaupt handelbar am Schluss, was haben sie für ein Raumgefühl, ist es denkbar, also da können wir mit den 3 Wohnwagen, die immer dastehen, viel abbilden. Und dann beratet ihr und sagt, aus meiner Sicht für deine Bedürfnisse wäre der und der Grundriss gut geeignet, weil da können wir mit relativ überschaubaren Anpassungen das Optimum für dich rausholen sozusagen. Es gibt auch viele Hersteller, die mittlerweile schon 360-Grad-Ansichten in ihren Homepages haben. Dann macht es einfach Spaß, wenn ein Kunde dann schon rein theoretisch schildern kann, wie kann dein Wohnwagen nachher aussehen. Sehr schön, das klingt sehr gut. Wir packen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles nochmal in die Shownotes rein. Dann braucht ihr jetzt nicht lange da rumzusuchen. Packe ich euch die Website auch nochmal mit dazu und euren Kontakt. Und dann hoffen wir, dass für den einen oder anderen von euch da vielleicht in Zukunft sich auch ein schönes Camperleben realisieren lässt. Vielen lieben Dank und euch weiterhin viel Erfolg mit dem wirklich wichtigen Projekt. Sehr gern. Vielen herzlichen Dank, Nele.
Wenn dir die Episode bzw. das Interview gefallen hat, dann abonnier doch gerne unseren Podcast und das kannst du auf allen Plattformen kostenlos machen. Und wenn du Fragen hast, Feedback hast zu dem Thema, dann schick uns gerne eine E-Mail an podcast@camperstyle.de oder nutz den WhatsApp-Link, den wir in den Shownotes jetzt immer drin haben. Da kannst du draufklicken, dann geht auf deinem Handy WhatsApp auf und du kannst uns eine Sprachnachricht oder auch eine Textnachricht schicken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss!